Henry gegen mich. 5 Uhr an Henry, 5 Uhr an ich. Krasser Wetteinsatz, oder? Ja. Ja. Seid gespannt. Wir wiederholen ein Video. Es kann nur einen geben. Wiederholen eigentlich, oder? Doch, ja, weil das war eins deiner ersten Videos, glaube ich. Mit Henry zusammen. Absolut. Und zwar damals haben wir Schiffe versenken gespielt. Weißt du, am Anfang, war echt schwer, ne? So. Aber das war oben dann am Tisch so. Genau. Seitenprofil. Bei unserer Community sind ja Veränderungen immer sehr schwer. Ist das so? Werden die schwerer also aufgenommen oder beziehungsweise? Veränderung ist halt so ein bisschen, was halt so ein bisschen Zeit braucht, glaube ich, bei uns. Es geht schon, ne? Auch mit dem Raum, mit dem Sound. Es war ja soundtechnisch. Apo. Was haben wir uns überlegt? Wir haben uns 5 Kategorien. Genau. Und 5 Kriterien, die dann letztendlich da ausschlaggebend sind und die dann die Punktevergabe machen. Und unterm Strich muss es heute einen Sieger geben. Ja. Sollen wir anfangen mit der ersten Kategorie? Jawohl. Erste Kategorie, die da wäre? Rolex. Vielleicht brauche ich ja auch gar keinen Wetteinsatz, wenn ich hier gewinne. Die erste Kategorie war Rolex. Mhm. Genau. Es war ja vollkommen egal, welche Rolex wir auspacken. Wichtig war nur, man muss den anderen schlagen, gleich in den 5 Kategorien, die du nennen wirst. Du wirst Schiedsrichter sein. Amir, du hast es im Griff. Der erste Teil des Battles bestand ja darin, wer von uns beiden dem Amir mehr Bestechungsgeld gibt. Ja. Hast du die Uhr ausgepackt? Schöne Uhr, beides sehr schöne Uhren. Skydweller in Vollgold. Für Rolex. Welche würdest du tragen? Rolex, von beidem etwas, ne? Ja, von beidem etwas. Das Jubiläum. Aber ich glaube hier wahrscheinlich, weil es halt einfach teurer ist. Ja, einfach, weil das teurer ist, ne? Das erste Kriterium, nach dem ein Punkt verteilt wird, wäre der offizielle Flexfaktor. Darüber haben wir eben schon mal diskutiert. Ja. Wir geben diesen Punkt mal einfach Henry, weil der hat echt sehr hart eben gekämpft, weil wir diesen Punkt, weil wir gesagt haben, flextechnisch bin ich auch eigentlich gut dabei. Ja, aber guck mal, wenn wir sagen Flex, wonach bewertest du Flex? Nur nach dem Preis oder nach dem Material? Ich glaube eher nach dem Preis. Aber eine Datejust 41. Ja, aber guck mal. Voll iced out. Ja, aber die sieht ja aus wie eine 100.000 Euro. Ist es egal, die kostet 16.000. Aber die sieht aus wie eine 100.000 Euro. Genau. Darum geht's. Also Flex hätte ich jetzt auch gesagt, einfach ein Vollgoldmodell in der Größe, halt das fällt schon ins Auge. Und ne, ich meine, die Rolex-Gene erkennst du ja auch. Aber das Jubiläeband holt gut auf, ne? Ja, aber also, das ist halt eine Stahlgolduhr. Schwer. Also ich hätte den Punkt, weil wenn du flexen willst, irgendwo, wo du unterwegs bist. Ich habe echt, ehrlich gesagt, ich gebe den Punkt Henry. Okay. Ehrlich. Dann geben wir den Henry. Flex würde ich, ist für mich halt teuer. Dann gibt der Henry dir später die 50 Euro. Wollte ich gerade sagen. Das hat die 50 Euro. So. Wie der Verkaufswert. Was kostet der Henry seine Uhr? Auf jeden Fall. Also die hier liegt jetzt bei 39.000 Euro. Haben wir im Onlineshop. Kostet Liste Mitte 40.000 Euro. Mhm. Der Wiederverkauf ist aber zudem bei Apus auch bedeutend leichter. Weil du in der Preiskategorie die kostet, halt, glaube ich, 14,5 oder so und wird verkauft für 15 oder 15,5, 16 sogar teilweise. Also die Uhr wird eine ganze Ecke über Liste gehandelt, weil sie halt sehr gefragt ist. Mhm. Und meine Uhr wird unter Liste gehandelt, ist nicht so gefragt, ist aber auch eben durch ein natürliches Kriterium über den Preis eben auch in der Kategorie, also untergeordnet, wo einfach der Wiederverkauf nicht immer ganz leicht ist. Dann 1:1 bis jetzt. Dann haben wir noch die Komplikation. Ist die größte Rolex. Kein Kommentar. Größte Komplikation. So, dann haben wir 2:1. Alltagstauglichkeit. Ist beides Rolex, ne? Ja, so. Aber ich sag dir ehrlich, mit dem Brecher kannst du nicht überall hin. Du kannst nicht zu jedem Kunden. Du kannst die Uhr, aber wenn du die Uhr selber hättest, würdest du die heute Abend anziehen, zum Sport zu gehen? Klar. Natürlich. Ich würde sie irgendwo anders tragen. Also ich sag dir, Alltag, das ist schon zu viel für Alltag. Meiner Meinung nach, das findest ist zu viel. Findest du? Das ist zu viel. Es kommt drauf an, wie man das sieht, weißt du? Ich persönlich bin ja immer ein Freund von mehrere Uhren abgeben, eine Baba-Uhr haben. So. Dann würde ich halt den ganzen Tag damit rumlaufen. Also ich finde die hier, je länger ich mir die angucke, also wir haben, als wir die angekauft haben, weißt du ja, hat die mich direkt begeistert. Je länger ich mir die angucke, desto cooler finde ich die Uhr eigentlich. Hm. Ich würde sagen, das ist unentschieden für Alltag. Alltagstauglichkeit. Ja, okay, was ist denn der letzte Punkt? Preis-Leistung. Das sieht für den Henry nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. 40.000 Euro, wenn du, okay, doch. Du kriegst die Uhr 15% unterlistet. Ja. Preis-Leistung ist da schon besser. Wenn ich mal jetzt überlege, du zahlst ja für meine Uhr mehr Geld. Du kriegst ja da eine Uhr für weniger. Du zahlst da 30% Überliste und hier zahlst du 15% Unterliste. Also ich kämpfe hier, ich kämpfe, Freunde, um also jeden Punkt. Also ich sag mal so ganz ehrlich, Preis-Leistung, okay, natürlich kriegst du da für 40.000, aber würdest du für 40.000 Euro die Uhr kaufen oder würdest du eine Day-Date kaufen? Wenn du sagst Preis-Leistung, dann die. Wenn du sagst, welche mir eher gefällt, ein Day-Date. Ja, deshalb, aber Preis-Leistung bei der Uhr, du kriegst ja, wenn du die zur Liste bekommst, weitaus mehr Kohle für. Ja, die musst du erstmal kriegen. Die aber ist dafür, ja schwieriger zu kriegen wie die. Ja, aber dafür zahlst du auch noch einen 13er. Okay. Jetzt zahlst du Liste 5. Wie entscheidend ist der Punkt gerade? Erster Flex ging an mich. Zweiter, was war das zweite? Wiederverkauf ging an Apo. Ja. 2:1. Okay. Komplikation geht an dich. 2:1. Ja. Alltagstauglichkeit bei unentschieden. Ja. Und wenn jetzt Preis-Leistung an Apo geht, dann ist es unentschieden. Wäre es unentschieden. Okay, dann lass uns den Punkt doch einfach an Apo geben, dann ist es unentschieden. Okay.
Ich sag nicht nein. Dann ist die erste Uhr auf jeden Fall schon mal unentschieden. Und ich sag dann, doch nicht nein, du. Dann gewinne ich halt den ersten konkreten Punkt mit der zweiten Uhr. Das macht dir nichts. Da haben wir nämlich keine Rolex als Kategorie. Genau. Keine Rolex, also es durfte keine Rolex in dieser Kategorie untergebracht werden. Speedmaster Reduced. Henry, stell deine Uhr vor. 39 mm in der Automatik. Killer. Der Killer für Studenten, sorry. Ich habe hier eine Panerei, ewiger Kalender mit Manufakturkaliber und GMT-Funktion in massiv Roségold. Was der da auspackt, Alter. Der BWL-Killer. So. Ja, mal, ist eine Wahnsinnsuhr. Wahnsinn, wirklich sagen, Wahnsinn. Sieht schon sehr cool aus mit den Armbändern. Flexfaktor? Ja, muss ich dir den Punkt geben. Ist eine Riesenschüssel, die der in der Hand hat. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Vortrag wie hier. Wiederverkaufswert. Henry, wie kostet deine Uhr? Also, Liste kostet sowas Mitte 50. Mhm. Wir verkaufen die Uhr aktuell für Mitte 30. Also super Wiederverkauf dann. Wiederverkauf ist etwas schwieriger, weil in der Preiskategorie. Also, ich sag mal so, wir bieten sie an für 39 und noch haben wir die Uhr. Ja. Okay, und also, du musst auch erstmal jemanden finden, der natürlich bereit ist, Mitte 30 für eine Panerei zu zahlen. Abus-Uhr geht natürlich innerhalb einer Woche. Innerhalb einer Woche? 24 Stunden? Noch nicht mal. Die Uhr kriegst du halt schnell verkauft. Ja. Also, Ami hat den Strich schon gemacht, ohne mit mir darüber zu verhandeln. Komplikation. Ja, Henry, ganz klar. Alltagstauglichkeit geht meiner Meinung nach auch an den Apo, aber wiederum Apos Uhr ist nicht wasserdicht. Ja, ist die aber auch nicht, 50 Meter. Also das ist schon echt groß, ne, deine Uhr, ne? Die ist groß, ja. Mhm. 44, 50 Meter. Muss man erstmal unter ein Hemd bekommen, also alltagstauglicher, ne? Finde ich eigentlich meine Uhr so. Finde ich auch. Ami, wenn ich so einen flirtenden Blick zu dir rüberwerfe, Nee. Sagen wir unentschieden, okay. Okay, dann haben wir Preis-Leistung. Haben wir dasselbe wie gerade. Es geht. Guck mal, deine Uhr, wie viel zahlt man für die? Aktuell für eine mit Papieren so um die 2,8, 2,9. Okay. Und wenn man die verkauft? Kriegst du immer wieder das Geld. Kriegst du immer wieder. Bei ihm Wiederverkauf ist schwer. Wiederverkauf ist schwierig, dafür wird die Uhr auch weit unter Liste gehandelt. Ne? Mhm. Das hast du natürlich auch. Wobei ja bei den Omega-Modellen ja nicht so ein riesengroßer Preisnachlass, wo es halt nicht diesen Preisnachlass gibt. Mhm. Ganz, ganz schwer. Das war jetzt Preis, was war jetzt Wiederverkauf? Nein, Preis-Leistung. Preis-Leistung ist was du bekommst für das Geld. Ewiger, ne? Kalender mit GMT-Funktion. Also für den Preis und so ist schon. Was kostet denn von einem anderen Hersteller so eine Komplikation? Ein neues Modell? Mhm. Was heißt andere Hersteller? IWC, Lang und Söhne. Auch. IWC. Lang und Söhne kannst du nicht vergleichen. IWC, da kostet ein reiner ewiger Kalender auch immer so um die 20 am Lederband. So eine Portugieser. Bitte? Ein Rosé hat noch. Stahl da. Kostet die 25. Liste? Ja. Nein, nein, ich meine, wenn du eine auf dem Graumarkt suchst. Ja? Die neue. Wir reden, wir hatten doch eine da. Ja, okay, ja, aber da das, was recht. Du meinst, ist ein. Das ist die 12, Portugieser, die. Ja, ja, genau. Die hatte ich jetzt im Kopf. Sollen wir auch unentschieden sagen? Sagen wir unentschieden. Das heißt, ging der Punkt denn jetzt überhaupt an jemanden? Nee, es gibt wieder unentschieden. Das war komplett unentschieden. Also in jeder. In zwei, jeder, zwei. In jeder. Das ist Rubrik, spannend. Nee, in jeder Kategorie unentschieden. Das ist spannend, ja, ja. Ach, ist gut. Dann haben wir jetzt Einsteiger bis 5000 Euro. Die perfekte Einsteigeruhr bis 5000 Euro. Meiner Meinung nach braucht der Apo gar nicht auszupacken. Was? Dreh mal um, dreh mal um die Schüssel. Ja. Beides schöne Uhren. Wunderschöne Uhren. Mir ist die Uhr sehr ans Herz gewachsen. Ja. Ist jetzt deine Uhr? Hast du ja mitbekommen, ja. Du trägst die Uhr sehr gerne. Was war der erste Punkt? Flex. Also, du hast hier bei mir, ich habe ein Chronomat B01, komplett satiniert. Am Lederband ist eine wassertaugliche Uhr mit Datum und ist ein Chronograph. Apo hat natürlich eine sehr, sehr modische Uhr mit dem grünen Zifferblatt, grüne Lünette, grünes Band. Vom Flexfaktor her ein wenig, das graue Blatt ist schon auffälliger. Und auch die, also die ganze Größe der Uhr. Die ne, Uhr an sich ist ja noch mal ein bisschen mehr. Wir geben mal den Flexpunkt an den Händen. Wiederverkauf sehe ich, wenn ich sagen darf, Apos Uhr. Ne? Weil sie im Moment einfach in ist, die kriegst du schneller verkauft, zweifelsohne. Die bleibt auch in. Komplikation juckt mich eigentlich bei den Uhren gar nicht. Aber doch, ja, safe. Die, hör mal, du kriegst ein Chrono und ein Datum, bei ihm kriegst du nur ein Datum. Alltagstauglichkeit würde ich persönlich sagen, die Uhr hat schon einen hohen Aufbau. Ne? Die ist schon hoch aufgebaut. Ne? Ja, aber die ist auch. Aber, also sind beide hoch, ne? Sind beide hoch, ne? Und die ist 100 Meter wasserdicht, also die kannst du genauso tragen wie die, ja, unterm Strich. Na, dann beide gleich. Jetzt kommen wir zu Preis-Leistung. Jetzt sind wir wieder da, wo sehr emotionales Video, ne? Ja, mit ja. dem ganzen Unentschieden hier. Also, darf ich was dazu sagen? Ja. Da ich es auch entscheide. Ich finde, eine Preis-Leistung ergibt sich auch von dem, was du bekommst. Für das Geld. Ja. Da hast du ein bisschen mehr Farbe. Mhm. Da hast du etwas Modischeres. Mhm. Genau. Und hier hast du die Komplikation. Da hast du halt eine Komplikation. Und was ich halt bei der Uhr auch sehr cool finden würde, wäre ein Kautschukband. Das würde die Uhr nochmal eine ganze Ecke sportlicher machen. Du hast die Möglichkeit, die auf Kautschuk und Stahlband umzubauen. Bei deiner gäbe es auch noch die Möglichkeit, auf ein Stahlband umzubauen. Das gibt's, die Möglichkeit gibt es auch, allerdings gefällt mir das Armband nicht. Aber es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, die Uhr am Lederband zu tragen.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so beinahe wichtig ist. Ja, Amir, du bist ja der Schiedsrichter. Ja, aber das ist schwer. Also ich persönlich, wessen Hass möchtest du ernten, nachdem nein, das Video abgedreht ist? Die Sache ist die, ich würde nicht objektiv entscheiden, weil für mich, wenn ich die beiden angucke im Alltag, würde ich eher die grüne Uhr tragen. Aha. Das ist, kann jeder selbst entscheiden. Also ich würde persönlich die grüne Uhr. Ich hätte eher die gesagt. Wir sind jetzt bei Preis-Leistung. Ich sag dir auch warum, weil die Uhr kannst du mit dem Stahlband, mit dem Lederband und mit dem Kautschukband tragen. Und durch das Grau-Grau kannst du das mit vielen Klamotten anziehen. Genau. Du kannst bei dir halt wirklich halt nur so ein bisschen grün, Erdtöne genau, oder sowas. Wenn ich ein bisschen sowas. Grün verbunden habe, finde ich das ein dann bisschen... Dann geht der Bund an den Henry. Wir haben das erste Mal... Also ich gehe quasi jetzt mit 1:0 in Führung. 3:2. Oder mit 3:2. Ja. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Wir haben noch zwei Kategorien. Henry wird eingepackt. Zwei Kategorien gibt es noch. Vollgold. Vollgold Rolex. Und wenn ihr meine Vollgold-Rolex seht... Wo ist der Rest von deiner Vollgold-Rolex? Es ist am Oyster-Flexband, eine Eye of the Tiger und Apo hat eine ganz grüne Day-Date. Ja, Amir. Flex? Flex geht natürlich an dich. Danke. Ja. Wiederverkauf geht an Apo, ist ja klar. Wenn du die Uhr suchst, wirst du in Deutschland eine Uhr finden. Das ist wie unsere. Viele Menschen können diese Uhr kaufen? Okay, wir reden über knapp 200.000 Euro. Aber weltweit wirst du diese Uhr... Für die Uhr gibt es auf jeden Fall eine Schlange von Leuten, die den Apo jetzt anrufen würden, wenn er sagen würde, die habe ich. Ich glaube, da ist es genauso. Also wirklich sehen mit einem Originalbesatz sehr selten. Ich habe auch gerade die Uhr nicht online haben. Stark. Weißt du auch warum? Weil Chrono24, wenn du Uhren inserierst, die denken, das ist ein nachträglicher Besatz. Dann musst du da irgendwo in der Beschreibung Originalbesatz sein. Ja, also ich sag dir ehrlich... Die ist so beliebt, die müssen wir noch nicht mal ins Netz backen. Genau, hätte ich die Uhr gehabt vor anderthalb, zwei Jahren, so, wo der Hype so krass war... Du konntest dir den Preis aussuchen, du konntest dir den Kunden aussuchen, du konntest einfach alles dabei aussuchen. Es wäre natürlich bei der Uhr genauso gewesen, Amir. Und du darfst natürlich nicht vergleichen, diese Uhr kostet knapp 38.000 Euro Liste, glaube ich, wenn ich mich irre. Mhm. Listenpreise ist natürlich so ein Thema. Wird verkauft so um die 48 das ist schon und lecker. Die kostet 110 oder 120 und die wird verkauft für 200. Gut, das könnt ihr natürlich besser entscheiden wie ich. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, Wiederverkauf, halt, weil sich das recht schnell dreht. Wiederverkauf schneller geht hier. Ja. Deswegen würde ich sagen, glaube ich, auch hier. Ja, würde ich auch okay. sagen. Ja. Du auch, du musst auch zustimmen. Ja, ja ist ja okay. Ist ja, nein, ich bin was ja so. Was soll ich da machen? Komplikation. Das ist schon okay. Komplikation, Chrono. Ja, Datum und ja, Tagesanzeige. Datum und Wochentag. Ist jetzt die Frage, was findest du? Nee, Chrono ist schon. Ja? Nee, ist höher angesehen, natürlich. Alltagstauglichkeit? Es sind eigentlich beide gleich, Mann. Beide sind wasserdicht, beide sind wassertauglich. Du gehst Meeting mit dieser Uhr. Der Typ sagt, okay, du bist so. Ist okay, ist so du willst Geschäftsmann. Du willst Geschäft abschließen, die ersten 200 hast du am Arm. Kannst du sagen, machen wir hier. Die ersten 200 Anzahlungen, die gebe ich dir direkt. Was ist denn mit dir los? Was ist denn das für eine Uhr? Ja, das stimmt. Also da, der kommt Uhr, drauf an. Also so im asiatischen also Raum wird die kommt bestimmt drauf an, sehr was du für ein sein. Geschäft abschließt. Ne? Das kommt ja auch. Die Uhr, wo kannst du die Uhr tragen? Nur in dem Café da bei dir in Frankreich, ne? Hast du vorhin gesagt. Im Fitnessstudio. Nee, in Dubai und so wird sowas halt. Ja, gut. Da sind wir aber nicht. Da bleibt nur noch Preis-Leistung, meine Freunde. Und jetzt, das überlasse ich euch, weil für mich ist natürlich klar... Boah, schwierig, weil beides sind natürlich so brutal exklusive Uhren. Ja, aber wir hätten auch von vornherein festlegen müssen, Listenpreis und Verkauf, also was halt... Es geht darum, was bekommst du fürs Geld? Da bekommst du nicht mal ein Goldband. Mhm. Verstehe mich falsch, da ist kein Goldband dabei. Du hast recht. Und wir haben von Vollgolduhren gesprochen, deshalb denke ich, geht und du Punkt könntest theoretisch hiervon 4,5 Stück kaufen. Ja. Also du könntest 4 Stück kaufen und noch ein Armband. Aber du hast natürlich, egal wo du hinfährst... Mit der Uhr kaufst du dir irgendwo die Freiheit, die Uhr nicht nochmal sehen zu müssen. Deine Augen werden nicht durch ein zweites Exemplar beleidigt, wenn du irgendwo der Punkt geht an Apo. Also steht das unentschieden, 3-3. Aber last but not least haben wir ja noch die Kategorie Exit Watch. Jetzt, ey, ihr wisst, das ist alles entscheidend, ne? Die ist alles entscheidend. Steht quasi jetzt gerade 3-3. Ich kann überlegen, welche Uhr dieser feine Herr da reingetan haben könnte. Die beste Uhr, die es auf der Welt eigentlich gibt. Eigentlich die einzige Uhr. Die es gibt als Exit-Watch. Oh nein, der hat eine Offshore drin. Nein. Offshore habe ich an. Okay. Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich habe heute eine Offshore in Roségold an. Übrigens eine wunderschöne Uhr. Park aus. Was? Wie was? Das ist eine 5270 im Platin mit einem lachsfarbenen Blatt. Was heißt denn hier was? Das ist ja wohl ein Scherz. Oh Mann. Das ist bei Patek. Das ist bei Patek. Ist das. Hallo, ey Leute, bitte. Das ist bei Patek Philippe. Patek Philippe. Ist das eigentlich eine der Exit-Watches, die es überhaupt gibt? Natürlich, klar. Du kannst nachher noch größere Komplikationen nehmen, du kannst noch seltenere Uhren anfangen. Geh mal bitte an Punkt Nummer 1. Flex. Soll ich Punkt 1 überhaupt? Ja, also Flex geht auf dich. Diesen Punkt gar nicht zu nennen. Flex geht auf jeden Fall an dich, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber dafür gewinne ich ja in allen anderen Kategorien. Wiederverkauf. Die Uhr haben wir schon bei ein paar YouTube-Videos jetzt. Nein, die ist heute gestern erst gekommen. Die ist gestern gekommen, klar. Ja. Okay. Und die war immer sehr, sehr schnell weg. 5270 im Platin hatten wir nie über zwei Monate. Ja. Was kostet die? Knapp 250.000 Euro. Also nein, stimmt gar nicht, 190.000 Euro.
Die letzte hat gekostet 230 oder 190.000. Da hat einfach 60.000 Euro so verschätzt einfach so. Der sagt auch, die letzte hat Schnäppchen. Die letzte hat eine 190. Wie 190? Moment, ey, Moment. Moment. Ich nehm die. Nee, lass. Moment, du zahlst, also Komplikation, meine Freunde. Das ist übrigens Liste, ne? Also es ist schon okay. Also 190 ist, glaube ich, auch Liste und der Preis ist schon sehr fair, muss ich ehrlich zugeben. Flex, eins ich. Komplikation. Brauchen wir gar nicht überreden, ist ein ewiger Kalender. Er hat ja auch einen Chronograf. Er hat das, was ich in der Uhr habe, hat er auch. Alltagstauglichkeit. Ich sag mal so, Henrys Uhr wird nicht auffallen. Im Alltag wird die nicht aber auffallen. Aber willst, guck mal, das sind ja wiederum zwei Punkte. Ja, willst du im Alltag auffallen mit der Uhr oder nicht? Man ist muss deine dazu Uhr sagen, wasserdicht? Beide Uhren. Nein, also aber für die mich, auch nicht. Für mich ja, laut AP nicht. Man muss dazu sagen, bei ihm ist es natürlich auch so, er hat eine Vollgold-Uhr mit einem Vollgoldband. Das heißt, die Kratzer zieht die quasi durchs Anschauen schon an. Du hast hier eine Platinuhr. Ja, aber er hat ein Voll... Also das ist ja ein Traktor da. Komm, Amir, mach mich doch mal schwer. Glücklich hier. Also, ich sag euch ehrlich, Alltagstauglichkeit ohne jetzt... Ist schwer, die gefallen beide nicht, ne? Doch. Also ich hätte jetzt nur gesagt, dass seine Uhr unauffälliger ist. Aber gut, das wäre halt der Alltag, wenn du halt nicht auffallen willst. Es kann ja sein, dass du auffallen willst. Weißt du, ich meine, dann wäre das der Alltag. Weißt du, also sag mal so, wenn du mit der Uhr von Apo reinkommst, irgendwo in irgendeinen Raum, wo auch Gleichgesandte sind, da wird nicht mehr geredet. Aber bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Okay, aber je nachdem, wo du bist, wenn du jetzt... Ja, das ist schon, also für die Leute, sehr, die sich jetzt mit der Uhr auskennen, oder? Also wenn ich jetzt sagen. Diese Uhr irgendwo sehen würde, würde ich auch sagen, Baba-Typ, Alter. Ja. Also der Henry hat jetzt 2-1. Ist der Führung? In dieser Kategorie. Es gibt auch nur noch Preis-Leistung. Dann kannst du aufholen, dann ist unentschieden. Oder du bist halt derjenige, der verloren hat. Wie willst du das bewerten? Ich würde sagen, Preis-Leistung sind die beiden Uhren eigentlich identisch. Meine kostet halt, also wenn du jetzt überlegst, dass die Uhr halt knapp 70.000 Euro kostet, ja. Oder 75, und wird verkauft halt aktuell so für um die 120. Ja. Bei der Patek ist es halt so, dass du halt knapp den Listenpreis bezahlst. Kriegst du mehr Uhr? Aber hatten die nicht wiederverkauft? Haben wir vergessen. Nee, das haben wir schon gemacht. Wie welche Uhr verkauft sich denn leichter? Ja, ich weiß es nicht. Also nee, Wiederverkauf haben wir, glaube ich, gesagt, ist ähnlich, oder? Nee. Nein, Wiederverkauf hatten wir nicht. Also die Uhr hatten wir nie besonders lang lagernd. Die hat sich immer sehr, sehr leicht verkauft. Ja, aber genauso. Also ich sag mal so, ich kenne eher Kunden, die so etwas kaufen würden. Du kennst solche Kunden, aber bestimmt Sadula kennt solche Leute. Auch, aber die wiederum auch sowas verkaufen würden. Ja, also ich würde fast sagen, Wiederverkauf ist ähnlich. Es ist zwar eine andere Preiskategorie, aber... Der eine Kunde, der sich spezialisiert hat in die etwas elegantere Richtung oder in die klassischere Richtung, kauft die Patek. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, Wiederverkauf hier auf jeden Fall viel besser. Ja. Aber mittlerweile hat sich das ganze Game ja so ein bisschen geändert, wo viele halt auch eher so auf die Komplikationen und auf solche Sachen Wert legen. Ja, bei AP immer sagen, ja, genau. Man weiß nicht und so. Genau. Ja. Dann wäre das unentschieden. Dann kommen wir immer noch zur Preis-Leistung, meine Freunde. Das ist alles Entscheidende. Das ist wie beim Fußball, jetzt der letzte Elfmeter, du bist der letzte Spieler, der nach vorne Preis-Leistung, geht. Darf ich dazu was sagen? Preis-Leistung, Apos Uhr, wird über Liste gehandelt, das hier ist der Listenpreis. Und du kriegst ja auch eine andere Uhr. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, du kriegst hier mehr Uhr für dein Geld. Es ist natürlich optisch mehr Uhr, aber das ist ja genau das, die Uhr soll ja subtil sein. Ne? Preisstabilität oder was? Preis-Leistung. Preis-Leistung. Einfach, was du fürs Geld bekommst. Ja, okay, ich habe die Uhr auch schon mal für 300 verkauft. Ja, aber da hättest du ja noch weniger fürs Geld bekommen. Ja, genau. Dann wäre das Preis-Leistungsverhältnis ja noch schlechter gewesen. Das heißt, es ist dann hier jetzt schon wieder eine ganze Ecke besser. War die Uhr mal teurer oder günstiger vom Händler? War schon ein bisschen teurer, aber nicht viel, viel teurer. Sag mal so bei 2,20, 2,30. Aber ich sag mal so Preis-Leistung, du kriegst schon eine Patek. Ne? Also Platin, Patek, ewiger Kalender. Ja, also nee, das ist top of the top. Meine Damen und Herren, der Punkt geht an den Händler. Ist das so? Unentschieden. Ja, nein, jetzt ist durch. Ist so. Wer? Er hat gewonnen? Ja, er hat schon sowieso gewonnen. Du hast noch ausgeglichen, aber jetzt hast du halt dann... Was ist denn, wenn ich ausgeglichen hätte? Dann hättest du einfach die Uhr in euren Arm genommen, die ihr angehabt hättet. Bitte nicht. Wir hätten einfach die Uhren genommen, die ihr am Arm Ja, wie wollen wir das denn jetzt machen? Ja, also danke erstmal. Vielen Dank für das Battle, Apo, vielen Dank, bevor ihr euch das mit der Punktevergabe nochmal anders überlegt. War spannend, ich bin nass geschwitzt. Ist das so? Ich bin echt nass. Ja, wir gehen gleich auch noch live. Wir gehen 1, 2, 3, 4, überall Lichter. Strahler. Wenn ihr noch eine Idee habt für ein Video oder na, viel besser, fangen wir doch mal so an. Es wäre super, wenn ihr uns euer Ranking von den Uhren vielleicht auch nochmal nennen würdet. Welche Uhren haben für euch gewonnen? Wer hat vielleicht für euch, vielleicht habt ihr die Uhren vom Apo ganz anders bewertet und Apo hat für euch 5-0 gegen mich gewonnen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Hinterlasst uns auch auf jeden Fall ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar, geht auf jeden Fall ans Glöckchen. Folgt uns bitte. Und bitte tut uns einen Gefallen, guckt euch auch dienstags die Live-Schaltungen auf Instagram an. Plus, wir gehen mittwochs auf Instagram in die Fragerunde, das macht der Apo. Freitags gehen wir hier um 16.30 Uhr auf YouTube
live. Da könnt ihr uns auch sofort Fragen stellen. Da wird es mal ein bisschen wilder, ein bisschen chaotischer. Dankeschön. Apo, ja, Wetteinsatz ist deine Sache. Du, ich muss das sagen. Ja, du hast. Ich hab doch verloren. Ja, du hast doch einen Wetteinsatz. Mein Wetteinsatz war ja bekannt. Genau. Nee, da haben wir gar nicht. Das war in diesem Video, glaube ich, nicht drin, ja. Achso, das haben wir im ersten Video gesagt. Ja, Apo, dann sag doch mal gerade deinen Wetteinsatz. Nicht mein Wetteinsatz. Ich habe gesagt, wenn du verlierst, ja, dann gehst du halt nachts in ein Krankenhaus, wartest, bis eine Arzthelferin rauskommt und eine Kippe raucht. Also wobei. Bisschen kurz. Egal, vielleicht triffst du den einfach im Flur oder lauf rum. Genau, vielleicht ist er am Telefonieren, muss ja keine Kippe rauchen. Du fragst einfach, was er sich wünscht. Und er fühlt sich ja, das ist doch ein schöner Wetteinsatz. Dann können wir das ja trotzdem so umnehmen. Okay, schicke genau zu der Uhrzeit, schicke ich dann ein Selfie in die Instagram-Gruppe. Okay. Ja, ist doch wunderbar. Ja, haben wir geklärt. Ich will das jetzt nicht, weil ich glaube, wenn ich das jetzt filme, dann ist das ja. Ja, das war ein bisschen too much. Ja. Da muss ich noch da antanzen mit drei Lichtern. Ich kann das selber aufnehmen. Du kannst auch auf fünf mitbringen, dann kommen wir direkt wieder in Schwitzen. Ich kann auch selber aufnehmen. Danke euch. Aber machen wir so, okay? Ich freue mich. Wann mache ich das jetzt? Amir schnappt sich die Donuts hinter der Kamera. Wir wünschen Amir euch ist die ganze Zeit Donuts hinter der Kamera. Passt auf euch auf.